Unsere Gesellschaft misst dem äußeren Erscheinungsbild mehr und mehr Bedeutung zu. Nach den Frauen achtet nunmehr auch die Männerwelt verstärkt darauf. Deshalb heißt für viele Männer das Problem Nummer 1 vorzeitiger Haarausfall. 50 bis 70% der Männer sind davon betroffen. In fast allen Fällen ist der Haarausfall erblich bedingt. Man spricht von androgenetischer Alopezie. Genetisch bedingter Haarausfall ist ohne Behandlung ein unaufhaltsamer, fortschreitender Prozess. Bei Männern kann der Haarschwund bereits mit der Pubertät beginnen, andere trifft es später, aber bis zum 50. Lebensjahr sind weit mehr als die Hälfte aller Männer vom Haarausfall betroffen. Den Entwicklungsprozess des normalen Haarwachstums im Vergleich zum vorzeitigen Haarausfall erklärt Dr. Banzhaf. Vereinfacht dargestellt kann man sagen, dass das Haarwachstum in zwei Phasen verläuft. In eine Wachstumsphase, die normalerweise ca. 4 Jahre dauert, und eine Ruhephase, die 4 Monate dauert. Am Ende dieser Ruhephase fällt das Haar aus. Bei einem normalen Haarwuchs befinden sich 85% der Haare in der Wachstumsphase, 15% der Haare in der Ruhephase. Beim erblich bedingten Haarausfall, der androgenen Alopezie, finden sich nur 60% der Haare in der Wachstumsphase und 40% der Haare in der Ruhephase. Das heißt, es fallen mehr Haare aus als normal, es fallen mehr Haare aus als nachwachsen und die Haare wachsen langsamer. Das führt zu erkennbar lichter werdendem Kopfhaar. Männer mit erblich bedingtem Haarausfall haben einen Verlust von mehr als 100 Haaren täglich über einen längeren Zeitraum. Aber wo liegen die Ursachen dafür? Wir haben 3 Ursachen für den vorzeitigen Haarausfall. Die erste Ursache ist eine hormonelle Ursache. Da spielt das männliche Hormon Testosteron eine Rolle. Das wird durch Enzyme in der Kopfhaut umgewandelt in Dihydrotestosteron. Und Dihydrotestosteron ist besonders aktiv und führt zu einer Rückbildung der Haarwurzeln. Wir haben noch eine zweite Ursache, schlechte Durchblutung der Kopfhaut. Das Haar muss optimal mit Nährstoffen versorgt werden und ist diese Versorgung nicht gewährleistet durch eine schlechte Durchblutung, fällt das Haar leichter aus. Und die dritte Ursache ist eine schlechte Struktur der Haarwurzel. Das Haar braucht eine optimal strukturierte Haarwurzel, damit es fest in der Kopfhaut sitzt, und ist die nicht gewährleistet, fällt das Haar natürlich auch leichter aus. Das Kopfhaar spielt zu allen Zeiten und in allen Kulturen eine herausragende Rolle. Ihm werden viele positive Eigenschaften zugesprochen und es beeinflusst das Urteilsvermögen über die Persönlichkeit. Ein Mann mit Glatze erscheint älter und weniger attraktiv. Vorzeitiger Haarausfall belastet die Betroffenen und führt nicht selten zu einem verminderten Selbstwertgefühl sowie einem Verlust an Lebensqualität. Einige Männer bemerken es erst dann, wenn es zu spät ist und die Haarwurzeln nicht mehr biologisch aktiv sind. Dabei ist der Entwicklungsprozess bereits bei ersten Anzeichen voraussehbar. Es beginnt mit Geheimratsecken und zurückgehendem Stirnansatz. Dann wird die Haarpracht auf dem Hinterkopf dünner, die Stirnhaargrenze weicht weiter zurück und es endet schließlich in einer kompletten Glatze, meist geschmückt vom soliden Kranz. Wollen Sie das einfach so hinnehmen? Möchten Sie in wenigen Jahren wirklich so aussehen? Sie brauchen es nicht, denn LR International hat jetzt ein neues Produkt. L-Recapin beinhaltet einen einzigartigen Wirkstoffkomplex aus 3 Komponenten und beugt damit dem vorzeitigen Haarausfall vor. Die 3 Komponenten bekämpfen jede für sich spezifisch eine Ursache des Haarausfalls. Die erste Komponente ist Oleanolsäure aus dem Olivenbaum, die Bildung von Dihydrotestosteron verringert. Die zweite Komponente ist Arginin aus der Zitrusfrucht, die Durchblutung der Kopfhaut verbessert. Und das dritte Produkt ist Biotinyl GHK, ein vitaminisiertes Peptid, das, so wie wir nachgewiesen haben, die Struktur der Haarwurzel verbessert und dadurch die Verankerung der Haare in der Kopfhaut optimiert. L-Recapin wurde entwickelt, um vorzeitigem Haarausfall vorzubeugen. Wissenschaftliche Studien weisen bei einer 2-mal täglichen Anwendung von L-Recapin eine verbesserte Struktur bereits nach 4 Monaten nach. Behandelte Haarwurzeln zeigen 121% mehr Wachstum auf als ohne. 67% der Probanden wachsen wieder mehr Haare und das alles ohne Nebenwirkungen. L-Recapin stellt das natürliche Gleichgewicht im Hormonhaushalt wieder her. Ihre Kopfhaut wird besser durchblutet und mit Nährstoffen versorgt. Das Haar wächst mehr und ist deutlich stärker. Eine dauerhafte Anwendung ist notwendig, um erfolgreich den genetisch bedingten Haarverlust vorzubeugen. L-Recapin
Hair Repair Konzept gegen vorzeitigen Haarausfall.